Am Dienstag ist es soweit. Nach 5er, 10er und 20er kommt nun auch ein neuer 50-Euro-Schein auf den Markt. Laut der österreichischen Nationalbank zählt die 50-Euro-Banknote zu den meistgefälschten Banknoten. Neue Sicherheitsmerkmale sollen Geldfälschern nun das Handwerk erschweren. Der neue 50er setzt die Sicherheits- und Technologiemerkmale der Euro-Serie 2 fort. Die drei einfachen Schritte Fühlen, Sehen und Kippen zur Prüfung der Banknoten auf Echtheit bleiben erhalten. Im Hologramm des Scheins auf der Vorderseite rechts ist ein Porträtfenster enthalten. Wird die Banknote gegen das Licht gehalten, wird das Fenster durchsichtig und es erscheint ein Porträt der mythologischen Gestalt Europa. Es ist von beiden Seiten des Geldscheins gut zu erkennen. Zudem ist an den Rändern auf der Vorderseite eine Riffelung angebracht. Wenn Sie den 50er in Händen halten, wenn Sie etwas sehbehindert sind oder schwächer in der Sehkraft sind, dann können Sie den auch fühlen. Hier hat er ein fühlbares Relief, das hatte der alte 50er nicht. Und was wir auch hier prolongiert haben, ist oder fortgesetzt haben in der Tradition des 20ers, ist die sogenannte Smaragdzahl. Beim Kippen, wenn Sie den 50er kippen, bewegt sich diese Smaragdzahl, hier bewegt sich ein Lichtbalken und die Farbe verändert sich von Smaragdgrün auf Tiefblau. Bis der neue 50er jedoch tatsächlich in Umlauf kommt, kann es einige Tage dauern. Also ist es so, dass wir begonnen haben, im Vorfeld die Banken mit den Banknoten zu beliefern. Und ausgegeben aber werden dürfen die erst am 4.4. Das heißt, die Banken dürfen auch erst am 4.4. beginnen, die Bankomaten damit zu befüllen. Mit anderen Worten, wenn Sie am 4.4. um 8 Uhr morgens zum Bankomat gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen neuen 50er bereits ergattern, sehr gering. Erst im Laufe des Tages werden diese befüllt. Und man kann sagen, so wirklich greifbar im wahrsten Sinne des Wortes wird der neue 50er ab 5.4. sein. Der Druck der Banknoten ist disloziert auf verschiedene Druckereien in ganz Europa. Das ist ein bestimmtes Verfahren, wo dann festgelegt wird, welche Notenbank, welche Druckerei der Notenbanken druckt welche Menge an Banknoten und welcher Denomination für ganz Europa. Also das ist im Gegensatz zum Schilling, wo ja die österreichische Nationalbank die komplette Schilling-Serie für Österreich alleine gedruckt hat, ist es heute nicht mehr so. Aus ökonomischen Gründen ist es so, dass die Produktion der Banknoten, die ja dann auch auf ganz Europa verteilt werden müssen, auch in der Druckerei jeweils disloziert sind, damit hier ein ökonomisch optimaler Faktor zustande kommt, von der Druckerei über den Transportweg bis zum Endkunden letztlich. In den nächsten Jahren soll die Euro-Serie 2 noch um eine Auflage des 100er und des 200er Scheines abgeschlossen werden. Eine Neuproduktion des 500er Scheines ist auch in Zukunft nicht vorgesehen.